Das ist die Morian, eine Westerly Sea Lord. 39 Fuß lang und, soweit ich weiß, ungefähr 30 Jahre alt. Morian ist der ganze Stolz von Eigner Dirk. Eigentlich ein netter Kerl, wenn er nicht gerade mal wieder über Bavaria jachten lästert. Wie komme ich nun an Bord der Morian? Alles begann im Oktober 2014. Ich befand mich gerade auf den letzten Meilen meiner Einhand-Atlantik-Runde, als mich via Facebook eine Nachricht von einem gewissen Dirk Kraus erreichte. Da sich Dirk und ich gerade in der gleichen Ecke des Englischen Kanals befanden, schlug er vor, sich doch spontan auf ein Bier und ein Abendessen im belgischen Blankenberge zu treffen. Gesagt, getan. Nur wenige Tage später lief ich mit Carpe Diem in Blankenberge ein und, was soll ich sagen, wir verstanden uns gleich prächtig. Seither verbindet uns eine Freundschaft und was lag da näher, als irgendwann einmal gemeinsam auf Tern zu gehen. Im Mai 2016 sollte es dann endlich soweit sein. Als Ziel hatten wir uns die norwegische Südküste ausgesucht, denn dort waren wir beide noch nicht mit dem Boot unterwegs. Aber wie so oft kam es dann doch anders, denn das Wetter machte uns einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand änderten wir also unsere Pläne und freuten uns nun auf England und hier im Besonderen die Scilly Islands. Komplettiert wurde unsere kleine Crew übrigens durch Mac. Kein Schotte oder sonstiger Angelsachse, sondern ein echt gölscher Jung. Also los! Endlich ist mal Pumps in der Bude hier, jawohl, ja. Woja.